herzlich willkommen in den 80ern, die es niemals gab. Ich freue mich so. Es wird großartig. Mein Name ist Jens. Ich bin für heute euer Spielleiter. Und es geht um Tales from the Loop. Steht da unten übrigens nochmal. Tales from the Loop. Ich sehe das Grid, deswegen weiß ich das. Hier, Tales from the Loop. Direkt hier unter mir. Geht um dieses fantastische Rollenspiel, zu dem in einer Stunde das Crowdfunding startet. Und ich freue mich. Es sieht so wunderschön aus. Ja, die Seite ist toll, das Rollenspiel ist toll, das Artwork ist toll. Und ich habe heute bei mir drei Leute, die die 80er nicht wirklich erlebt haben. Die nicht so toll sind. Ich bin so der Einzige, der hier wirklich die 80er bewusst erlebt. Also du bist... 84 geboren. 84 geboren. Du bist... 94 geboren. 94 geboren. Und du bist? 90. 90 geboren. Ich bin 74 geboren. Alt! Bist du alt? Ja. Das heißt, meine Kindheit waren genau diese Zeit. Allerdings ist das hier ein Rollenspiel, das im sogenannten Alternate History oder alternative Geschichte-Genre spielt. Ich erzähle euch und euch da draußen jetzt, was genau Tales from the Loop ist und worum es geht. Tales from the Loop ist erfunden von der Firma Free League, die das Rollenspiel dazu gemacht hat, und basiert auf den Zeichnungen eines wundervollen Künstlers. Das heißt, das Rollenspiel basiert nicht auf der Amazon-Serie, die gerade da draußen unterwegs ist, sondern Amazon-Serie und Rollenspiel haben die gleiche Inspiration. Was ist Tales from the Loop? Basiert die Serie auch nicht auf dem Rollenspiel? Nein, weder noch. Die vegetieren vor sich hin. Die haben bloß einfach die gleiche Quelle. Es gibt ja das Brettspiel, bald läuft gerade auch der Kickstarter zum Brettspiel. Dann gibt es das Rollenspiel und die Serie. Alle drei haben die gleiche Quelle, nämlich ein Kunstband von Simon Starsberg, heißt er, glaube ich. Ein Kunstband. Heißt er so? Ein Kunstband, wo diese ganzen Bilder gemalt sind, die man hier drauf und drin sieht. Simon Stollenhag ist derjenige, der quasi die Welt dahinter erfunden hat mit seinen Zeichnungen. Diese Zeichnungen sind so schön und so stimmungsvoll, dass sie Kurzgeschichtenautoren, Rollenspielautoren, Serienmacher und Brettspielmacher inspiriert haben, etwas damit zu machen. Jens, ja? Darf ich dir ganz kurz ein Funfact reinwerfen, weil ich es gerade gesehen habe? Wirf mir ein Funfact rein. Simon Stollenhag ist übrigens 84 geboren. 84 geboren, das der heißt... Der malt was er gar nicht kennt. Der ist sogar noch jünger als ich. Dann bin ich es. Dann bist du... Der Maler. Nein. Was ist die Prämisse von Tales from the Loop? Die Welt, in der Tales from the Loop spielt, ist im Prinzip unsere. Aber nach dem Zweiten Weltkrieg wurden von allen Staaten der Welt Techniken schneller, weiter und stärker erforscht. Es gab schon eine Technik, nämlich die Gravitonentechnologie, die am Ende des Ersten Weltkriegs langsam entdeckt wurde durch einen russischen Forscher, da dann aber nicht wegen des Ende des Krieges weiterentwickelt wurde. Der ist dann exiliert aus Russland und hat die Technik ins Exil gegangen. Ich lerne neue Worte. Ja, jeden Tag ein neues Wort. Das kommt auf die Liste. Morgen Alkoven. Das kenne ich schon. Und Remise. Die Technik, die entwickelt wurde, war die sogenannte Gravitonenenergie. Möchtest du uns was sagen? Das klingt so laut. Ja. Das hört man echt hart im Hintergrund. Die Gravitonentechnologie besagt, dass man sich die Kraft des Erdmagnetfelds zu Nutzen macht. Das heißt, durch Magnetresonanz kann man Dinge schweben lassen. Das heißt, man hat diese Geräte, die ein Magnetfeld aufbauen und sich vom Erdmagnetfeld abstoßen. Das heißt, es gibt inzwischen riesengroße Transporter, die bis zu
50, 60, 80, 100 Tonnen schwer sind, die auf diesen festen Gravitonenlinien, weil sie den starken Magnetfeldern, den stärksten Feldern folgen müssen, Waren transportieren. Für euch als Kinder, das ist das Nächste, man spielt Kinder in diesem Rollenspiel, ist der Anblick von so einem Transporter immer noch etwas Faszinierendes, weil man sie nicht so oft sieht. Es ist etwas wahnsinnig Tolles, aber so ein bisschen so, als würde ein Kind heute so ein A380 irgendwo landen sehen. Was? So dieser große Airbus, Flugzeug. Dieses riesengroße Flugzeug. Fusso. Genau. Das ist faszinierend, das ist toll, aber es ist keine Zauberei. Man weiß, es ist Technik, sie funktioniert, es ist Wissenschaft. Also fliegt unser Bus, unser Schulbus nicht? Nein. Okay. Dadurch, dass diese Fahrzeuge festen Linien folgen, zumindest die großen, gibt es nach wie vor Verbrennungsmotoren, es gibt nach wie vor LKWs, es gibt Schiffe, es gibt Flugzeuge. Also gibt es ganz normale Autos. Es gibt ganz normale Autos. Allerdings sind auch da schon die meisten Autos strombetrieben. Das ist nämlich die zweite große Entwicklung, die es gegeben hat. Fusionsreaktoren. Die sogenannte kalte Fusion ist entwickelt worden. Das heißt, nicht Atomkraftwerke wurden nach dem Zweiten Weltkrieg gebaut, sondern Fusionsreaktoren, die quasi eine unbegrenzte Menge an Energie und Strom erzeugen. Deswegen sind die meisten Fahrzeuge nicht mit Benzin unterwegs, sondern mit Strom. Weil es einfach viel, viel billiger ist. Und man dann unabhängig ist von Öllieferanten. Dementsprechend sind auch Panzer und Kriegswerkzeuge entweder elektrisch gesteuert oder Magnetronen, also Gravitronen, betrieben. Die funktionieren so, du hast da diese Magnetscheiben drunter und dadurch, dass die in Wellenbewegungen an- und abgeschaltet werden, entsteht so ein Schub. Also haben jetzt nicht irgendwie schweben und haben Propeller hinten dran, sondern bewegen sich darüber, dass Magnetfelder an- und ausgeschaltet wird. Das war das Zweite, was entwickelt worden ist, Fusionsenergie. Und Nummer 3, daher kommt der Name des Rollenspiels, sind die sogenannten Loops, Teilchenbeschleuniger. Große Forschungszentren mit Teilchenbeschleunigerringen. Ich frage Dr. Phil, kann man diese Karte kurz einblenden? Die ist schon an. So, ich zeige dir einmal. Hier sieht man diese Ringe drauf. Kartenrücken. Diese Ringe bezeichnen den ersten Loop der Welt, der in Schweden gebaut worden ist. Der erste und größte Loop der ganzen Welt wurde in Schweden gebaut. Warum in Schweden? Das ist eine gute Frage. Das haben sich auch viele der Schweden und der Leute generell gefragt. Warum zur Hölle kann sich Schweden sowas leisten? Lange ein Geheimnis gewesen. Die schwedische Regierung hat einen extra Konzern gegründet, einen staatlichen Konzern, Rix Energy. Und die haben den Loop gebaut. Jetzt hat man da in der Gegend auch die ganze Zeit sehr viele hochdekorierte amerikanische Militärs gesehen. Also es sind auch immer wieder Militärs da, die da auftauchen. Es kann Zufall sein, aber die Vermutung, dass die Amerikaner und einige große Unternehmen sehr, sehr viel Geld da reingesteckt haben, diesen Loop zu bauen, 26 Kilometer von Stockholm entfernt, mag was damit zu tun haben. Dieser Loop, dieser Teilchenbeschleuniger, zusammen mit viel Energie und der Gravitonenenergie, wenn man das alles zusammengeschmeißt, hat dazu geführt, dass der Begriff "das ist unmöglich" eigentlich keine große Rolle mehr spielt. Toyota. Unter der Erde forschen die Leute, um unmögliche Dinge möglich zu machen. Es hat einen wahnsinnigen Schub in der Entwicklung gegeben. Künstliche Intelligenz ist entwickelt worden. Das heißt, es gibt sogenannte autonome Arbeitsgeräte, Roboter, die allerdings nur autonome Arbeitsgeräte heißen, die durch die Gegend laufen. Auch diese Armprothesen-Dinger? Ja, auch das, was du in der Serie gesehen hast, gibt es. Ja, natürlich. Es gibt solche Prothesen, die funktionieren. Das sind so die technischen Entwicklungen, die da passieren. Es gibt auch noch viele andere. Es gibt diese schwebenden Autos. Es gibt überall auf den Inseln, wo ihr wohnt, sogenannte Orbs oder Kugeln. Die liegen da rum.
Die Eltern, die Erwachsenen sagen immer, um Himmels Willen, haltet euch von diesen Dingern fern. Die sind gefährlich. Man weiß nie, was sie machen. In diesen Kugeln passieren Dinge. Man hat viele Geschichten darüber gehört, was diese Kugeln können. Wie sind die verbunden mit dem Loop drunter oder was? Die sind entwickelt im Loop. Da werden die gebaut. Und oft werden Forschungsdinge, also man erforscht irgendwas, merkt, es gibt keinen wirklichen wissenschaftlichen oder vor allen Dingen keinen wirtschaftlichen Nutzen dafür, dann wird lässt das einfach in der Landschaft. Meistens bleibt es dann in der Landschaft. Was? Man schafft es nicht weg, sondern es bleibt da halt einfach liegen. Das ist doch gefährlich. Das ist also so wie diese Verkehrshütchen. Die stehen einfach random in der Gegend rum, weil die Leute kein Lager dafür haben. So sagen ungefähr. Einfach, wie's ist. So ungefähr. Also, sind diese Alternate History eigentlich Tschernobyl? Ist dir das nicht passiert? Mal aufgefallen? Nein, Tschernobyl ist nicht passiert, weil okay. Es gibt ja kein Atomkraftwerk. Atomkraft? Nein, danke. Müsli, aber diese Dinger stehen überall mal rum. Jetzt nicht irgendwie ständig irgendwie 20 Stück in der Stadt, aber irgendwo im Wald liegt so ein Ding. Auch da, man stolpert nicht ständig drüber. Wenn man das findet, weil man durch den Wald streift, ist das schon was Besonderes. Aber man weiß, es gibt sie. Wie groß sind die? Unterschiedlich. Es gibt welche, die sind groß wie ein Haus. Und es gibt welche, die haben so 1,5 Meter Durchmesser. Alles klar. Also, die sind unterschiedlich? Die sind unterschiedlich groß. Die gibt es auch in riesig. Okay. Die beherrschende Optik, da wo ihr spielt, sind, man sieht das da auf dem Cover und auch hier unter mir in der tollen Grid-Optik sind diese drei Türme. Mhm. Das sind die Kühltürme des Loops. Ah. Das sind die Kühltürme für den Fusionsreaktor. Wie geil. Die sind schon schick. Mhm. Gerade das Leuchtende finde ich hübsch. Man, auch da, einfach. Es gibt immer wieder Gerüchte darüber, dass da irgendwas Seltsames passiert. In den Kühltürmen? In den Türmen rund um den Loop. Weil, auch das wissen eure Kinder nicht, sondern die erzählen sich nur Geschichten darüber. Was der Loop gemacht hat, ist, dass er das mit dem Raumzeitkontinuum so ein bisschen durcheinander gebracht hat. Also unsere Physik, wie wir sie kennen, wird teilweise außer Kraft gesetzt. Das heißt, es gibt Gebiete, wo Regen nach oben fällt oder Dinge aus längst vergangenen Zeiten in unsere Welt kommen, wie dass in einem Wald durchaus mal ein Dinosaurier rumlaufen kann. Da ist bisher noch keiner auf die Idee gekommen, dass man das dann vielleicht besser lässt. Ja, eben, ja, das ist ganz cool. Das ist das Ding, der Erwachsene. Also ihr könntet euch als Kinder gerne darüber Gedanken machen. Es gibt so einen Grundsatz in der menschlichen Geschichte, wenn es möglich ist, wird es getan. Und wenn es Geld bringt, sowieso. Ob man am Anfang schon, als man das gebaut hat, das Gefühl hatte, dass das dazu führen wird, keine Ahnung. Aber als man es erstmal gebaut hatte, sind so viel Abermilliarden Dollar in dieses Ding reingeflossen. Verschwinden auch Sachen? Ja. Okay. Es verschwinden Sachen, es verschwinden Leute. Das kommt manchmal vor. Es gibt auch ein Gerücht, dass es die sogenannte Loop-Krankheit gibt. Es gibt ein Sanatorium auf Svartjylande, also auf der Hauptinsel der Mälareninseln in dem Mälarensee in Schweden. Da sind erstaunlich viele Mitarbeiter, Forscher, die lange Jahre im Loop gearbeitet haben. Und man sagt, dass die alle seltsame geistige Effekte mit der Zeit. Dass die langsam zeigen. Jünger werden, statt zu altern. Und ein Bild. Nee, eher nicht. Das ist tatsächlich Kern von dem Rollenspiel, um jetzt mal von dem Hintergrund wegzukommen. Zum Rollenspiel selber ist man spielt die sogenannten Rätsel oder Mysteries, die Mysterien. Und ein Mysterium könnte tatsächlich sein in der Welt von Tales of the Loop, dass ein Nachbar irgendwie immer jünger wird statt älter. Okay. Das ist ein Mysterium. Also das ist im Rahmen der Möglichkeit. Das ist im Rahmen der Möglichkeit. Das habe ich gespoilert, scheiße. Dass ein Dinosaurier plötzlich, dass man hört, dass Kinder im Wald spielen waren, verschwunden sind und man hört immer wieder von dem Monster im Wald. Dieses Monster könnte dann irgendwie ein Renegade-Roboter sein mit künstlicher Intelligenz, die gemein geworden ist, oder ein Dinosaurier. Auch das ist möglich. Aber warum macht man nichts dagegen? Geil.
Dann sind gute Frage. Abenteuer, also das sind die Abenteuer, wo etwas irgendwo passiert und die Kinder, das die ihr spielt, muss auch was zu tun haben. Versuchen zu ergründen, was da los ist, weil Kindheit, ne? Also das ist halt langweilig. Man, Kindheit ist, also besteht da Schule und Hausaufgaben und am Kiosk abhängen. Also will man irgendwas tun. Und da außer einem, aber zu euren Charakteren kommen wir später, niemand das Potenzial hat, zu den coolen Kids zu gehören, gehört man zu den Leuten, die ihre Freizeit damit verbringen, auch Geheimnissen hinterher zu jagen. Weil es halt spannend ist. Abenteurer. Die Welt ist spannend. Die Insel, auf der das in Schweden spielt, oder die drei Inseln, sind prädestiniert dafür. Es gibt tiefe Wälder, es gibt ein Kinderheim für schwer erziehbare Kinder, wo es Gerüchte gibt, dass mal irgendwann zwei Kinder im Wald verschwunden sind. Man hat die, also normalerweise, wenn Kinder davon abhauen, findet man die nach 2-3 Stunden wieder. Aber es gibt diese Erzählung, dass mal zwei Kinder davon abgehauen sind vor 10, 15 Jahren und ab und zu sieht man die noch im Wald und sie sind nicht ein Jahr älter geworden. Also da gibt es diese Geschichten in, Nimmerland. Dann gibt es Stenhamra, eine der größten Städte auf den Inseln, wo es einen alten, stillgelegten Steinbruch gibt. Und eine Eisdiele. Es gibt diese alte Burg bei Kungsberga, wo wir nachher spielen werden, wo man sich davon erzählt, dass da manchmal Licht drin an ist. Und keiner so genau weiß, warum. In der Ruine? Ja. Ist Licht an? Mhm. Wie soll in der Ruine Licht an sein? Tja. Willkommen in Tales from the Loop. Licht, Feuerlicht oder Licht, Strom? Licht, Licht. So, als wäre ein Fenster beleuchtet. Boah. All das gibt es auf diesen Inseln. Die Inseln sind schräg. Dieses Spiel hat ein paar Prämissen. Prämisse 1. Euer Alltag ist langweilig und unvergebend. Das heißt, euer Alltag besteht darin, dass ihr die ganze Zeit von Langeweile geprägt seid und immer auf der Suche nach Abenteuern in eurer Kindheit. Und gleichzeitig gibt es so Sachen wie, ihr müsst den Rasen von Oma mähen, total wichtig, ihr müsst eure Hausaufgaben machen, ihr müsst für die Schule lernen. All solche Sachen sind halt auch wichtig, halten euch aber vom Leben ab. Und das ist auch das Gefühl, was man, jeder von euch kennt, das Gefühl, das man als Kind hat, das hält mich von dem ab, was ich eigentlich tun möchte. Heute noch. Ist heute noch so. Dann, eure Heimatstadt ist voller seltsamer, fantastischer Dinge. Wie ich es eben erzählt habe. Es gibt überall, an allen Ecken, Wunder und Rätsel. Aber keine Eisdiele. Es gibt einen Eiswagen. Und die creepige alte Oma. Stimmt, die Capri-Sonne. Ja. Der die nächste Prämisse von Tales of the Loop ist, die Erwachsenen sind alle außerhalb der Reichweite und interessieren sich einen Kack für euch. Außer für, macht eure Hausaufgaben, seid gut in der Schule, räumt euer Zimmer auf und haben immer irgendwie erwachsenen Dinge zu tun. Und glauben euch vor allen Dingen nicht, wenn ihr Geschichten erzählt. Das ist erstmal so, ja, ist schon gut. Wir müssen uns gerade unterhalten. Es geht hier gerade, dieser typische Spruch, wenn Erwachsene reden, dann haben Kinder still zu sein. Mhm. Ja, das ist ein Klassiker-Spruch, vor dem Kinder immer stehen. Das heißt, die wenigsten Erwachsenen werden euch in euren Abenteuern, in euren Rätseln und Mysterien eine Hilfe sein. Das nächste an Prämisse in diesem Rollenspiel ist, das Land der Loops ist wahnsinnig gefährlich. Also Schweden. Ne, man kann es in Schweden oder in den USA spielen. Ich habe mich für Schweden entschieden. Ist wahnsinnig gefährlich, aber Kinder sterben nicht. Oh. Die Charaktere werden nicht sterben. Punkt. Dementsprechend haben die Charaktere keine Lebenspunkte. Wir fallen also nur auf ewig ins Koma. Nee, die Art, wie ihr Schaden nehmen könnt, es kann passieren. Ja. Wer die Serie gesehen hat, weiß, sowas ist möglich. Keine Spoiler! Keine Serien-Spoiler. Spoiler? Also, Kinder können verletzt werden, können eingeschlossen werden, können geraubt, entführt,
versteckt, ihm kann das Herz gebrochen werden. All das ist möglich. Monster verwandelt, in die Zukunft katapultiert. All das in die Fähigkeit ausgekehrt werden. Aber sie können nicht sterben. Deswegen brauchen wir keine Lebenspunkte. Da es sowas wie Tod nicht gibt. Außer er ist bei NSCs irgendwo wichtig für die Story. Mhm. Aber für die Charaktere, die brauchen keine Lebenspunkte, weil sie können eh keine verlieren, um zu sterben. Wie man trotzdem Schaden nehmen kann und wie dieser Effekt trotzdem reinkommt, erkläre ich gleich. Und das nächste, das ist so ein bisschen anders als in anderen Rollenspielen. Das Rollenspiel wird Szene für Szene gespielt. Das heißt, man spielt eine Szene, schließt die ab, kommt zur nächsten, kommt zur nächsten. Die Zeit dazwischen muss nicht zwangsläufig mit Inhalt gefüllt werden. Man kann einfach sagen, 3 Tage später. Dann muss man nicht sagen, was man in diesen 3 Tagen gemacht hat, weil es ist egal. Die alle auflaufen, dreimal um den Tisch. Man kann sogar sagen... Sagt jetzt Stopp und wenn ich auf seinen Platz ist, der ist raus. Man kann nicht nur sagen, 3 Tage später, das ist die Szene, sondern 2 Monate davor. Also man muss dieses Rollenspiel nicht zwangsläufig zeitlich linear spielen. Können also Doctor Who mit einbauen. Es ist dann nicht so, dass eure Charaktere 2 bis 3 Monate in die Vergangenheit reisen, sondern wir einfach eine Szene spielen. Eine Blende. Die sich eine Rückblende. Man kann Rückblenden spielen in diesem Rollenspiel. Das 30 Jahre später, damit ich erwachsen genug. Man kann auch 30 Jahre später spielen. Hör doch einer zu. Auch sowas ist möglich. Wenn es für die Geschichte wichtig ist. Deine Frau vielleicht. Nicht nur ich als Spielleiter kann die Szenen vorgeben. Ihr könnt als Spieler jederzeit sagen, ich hätte gern eine Szene so und so. In der ich amerikanischer Präsident. Ich wünsche mir, ihr könnt es, also ich kann euch das, ich kann euch dazu auffordern. Ihr könnt euch aber auch jederzeit melden und sagen, ich fände es ganz gut, wenn ich jetzt so eine Szene hätte. Ist das dann Gesetz oder ist es ein Vorschlag? Der Spielleiter ist dazu gehalten, darauf einzugehen, wenn seine Spieler es machen möchten. Das ist nämlich die 6. und letzte Prämisse von Tales from the Loop. Die Welt und alles, was da drin ist, wird kooperativ beschrieben. Also nicht der Spielleiter gibt alles vor, was passiert. Klassisches Beispiel ist, wie sieht deine Mutter denn eigentlich aus? Oder warum ist der Typ am Ende der Straße, ich meine, ihr sagt die ganze Zeit, der ist gruselig. Warum ist der gruselig? Der und dann so beschreibt man gemeinsam, genau, der guckt immer so komisch, der hat einen seltsamen Hund, der versteckt Sachen bei sich im Schuppen. Bei dem im Haus kommen immer so Geräusche. Sowas. Ja. Und das riecht immer nach Kacke. Von mir aus. Nach sprich, Chemie. Der Spielleiter nimmt Kinderfantasie, um ein Abenteuer draus zu machen. Ich finde das mega. Nicht zwangsläufig. Wenn ich frage, warum ist der Typ am Ende der Straße so gruselig und ihr sagt was dazu, muss das stimmen, was ihr sagt. Wenn ihr sagt, ich habe gehört, der versteckt kleine Kinder in seinem Schuppen, muss das nicht stimmen. Dann ist das in eurer Kinderwelt ist das wahr. Wer Kevin allein zu Hause gesehen hat, der kennt noch den schneeschippenden Opa von gegenüber, wo Kevin wahnsinnige Angst vor hat. Bis er ihn kennenlernt und merkt, er ist eigentlich gar nicht gruselig, sondern vermisst seine Familie. Da sieht man, dass Kinderfantasie etwas völlig anderes sein kann. Oder wie beim kleinen Prinz. Oder wie beim kleinen Prinz. Dinge sind immer irgendwie so, wie man sich das erträumt und doch ganz anders. So viel zum Hintergrund. Ich finde den Satz ganz schön. Tales from the Loop spielt in den 80ern, die es niemals gab. Wie sieht das Leben der Kinder in den 80ern aus? Wir haben es eben schon gesagt, sie gehen zur Schule, sie müssen sich um den Haushalt mitkümmern. Im Gegensatz zu den 70er Jahren, die eine sehr restriktive Kriegseins-hinter-die-Ohren-Zeit gewesen ist, sind die 80er die Zeit der antiautoritären Erziehung. Das heißt, Kind, geh bitte raus spielen. Solange du mir nicht die ganze Zeit zwischen den Füßen rumläufst und zu Hause bist, wenn es dunkel ist. Ist mir der Rest egal. Sind die Hausaufgaben gemacht? Ja, raus. Hast du was gegessen? Genau, hast du was gegessen? Hast du die Hausaufgaben gemacht? Ja, sieh zu, dass du rauskommst zum Spielen. Die Eltern sind froh, wenn ihr weg seid. Das Liebe im Spiel. Das sind die 80er Jahre und Kindheit in den 80ern. Dementsprechend sind Kinder die meiste Zeit für sich selbst. Ich weiß gerade, ob das bei mir auch noch so war. Irgendwie war das bei dir auch so? Bei mir niemals. Bei mir war das so. Echt? Bei mir war das so, wenn es nicht in Strömen geregnet hat, dann geht man raus zum Spielen. Du musst. Was? Ja?
Was hängst du in der Bude rum? Geh raus. Ich musste tatsächlich in den 80ern darum kämpfen, wenn ich zu Hause sitzen wollte und ein Buch lesen. Okay. Das war was, kannst du machen, wenn es regnet, weißt du? Ansonsten sieh zu, dass du rauskommst. Und hat es dir geschadet? Da gibt es Unterschiede. Die einen sagen so, die anderen so. Der neue heiße Scheiß sind VHS-Rekorder. Betamax hat sich nicht durchgesetzt. VHS-Kassetten sind also halt echt. Videokassetten. Danke. VHS-Video oder VCRs. Keine Ahnung. Videokassett-Recorder. Videokassetten. Vorher war es so, man konnte einen der beiden staatlichen Fernsehsender sehen, die es gab. Da drin war meistens Programm, das einzig und allein für Erwachsene ist. Gibt es 85 noch kein Super RTL oder was? Nein. Es gibt zwei Sender und Kinderprogramm gibt es in den Ferien. Ansonsten wenig. Sehr wenig. Cartoons. Ja, es gibt die ersten Cartoons in Mitte der 80er in Schweden. Aber es gibt diese Kassetten, die auf dem Schulhof gedealt werden oder von den Erwachsenen fürs Wochenende ausgeliehen. Wahrscheinlich nicht nur Cartoon-Kassetten. Nee, meistens eher auch irgendwelche Actionfilme, die ausgeliehen werden in Videotheken. Nicht, das ist, worauf sie hinaus. Nein. Ich lasse das mal so, wie es ist. Jugendliche auf Comics, dem Schulhof. Comics und Teenager-Magazine sind ganz groß. Das größte Teenager-Magazin ist nicht Bravo, das ist ein rein deutsches, sondern die OK. Die OK gab's, das ist so ein Glam-Rocker-Magazin. Dann gibt's das Dator-Magazinet. Das ist ein Computermagazin und für dich sehr interessant. Das T am Ende ist stumm. Das ist ein Dator. Es gibt die Frieda. Die Frieda ist ein klassisches Mädchenheft mit Liebesgeschichten, Romantikgeschichten und so weiter. Gibt's auch so ein Underground- Ja, Zeitung? Nee, es gibt, das ist die OK. Aber Underground-Zeitungen nicht was hier. Vielleicht in Stockholm. Ja, und? Aber die kriegst, ja. Die kriegst du hier nicht. Keine Chance. Nicht auf diesen Inseln. Selbst dein Onkel nicht. Was du da bekommst, sind, ich muss einfach die schwedischen Namen von diesen Comics vorlesen. Es gibt populäre Comics, sowas wie Spindelmannen, Spider-Man. Der in Schweden Spindelmannen heißt. Dann gibt's Phantoman. The Phantom, also das Phantom. Habe ich in meiner Kindheit gelesen tatsächlich. Dieser Typ mit dem lila Anzug und diesem Ring mit dem Topfkopf. Nein, auf Deutsch. Ah, okay. Das Original ist auf Englisch. Jalla, weiter. Oder Min Hest, was so viel heißt wie mein Pferd. Sowas, so ein Mädchenpferde. Magazin. Wendy. Sowas wie die Wendy. Die Wendy. Genau, die heißt Min Hest. Ansonsten gibt es natürlich Spezial-Comic-Geschäfte, in denen man auch die amerikanischen Comics bekommt. Die sind aber fast alle nicht auf Schwedisch übersetzt. Die muss man dann halt auf Englisch lesen. Aber da praktisch alle Filme auf den VHS-Kassetten im Original mit schwedischen Untertiteln sind, weil es quasi kein schwedisches Synchron gibt, können sowieso die meisten Englisch. Du noch nicht so gut. Aber zu den Charakteren kommen wir ja später. Schule ist in Schweden kostenlos und verpflichtend. Also es gibt ein öffentliches Schulsystem in Schweden. Es gibt die Grundschule, in die man mit 7 kommt. Und danach gibt es, die übrigens 9 Jahre lang geht. Also mit 7 kommt man dahin, bleibt 9 Jahre in der Grundschule. Und danach gibt es eine weiterführende Schule, in die aber nicht alle gehen. Das ist halt das Gymnasium. Also es gibt diese Grundschule für alle, 9 Jahre lang, und danach das Gymnasium, wo manche hingehen können. Im Prinzip so wie dieses Highschool-System in den USA. Okay. Es gibt ja auch die Schule, auf denen alle ganz lange zusammen sind, und nach der Highschool kannst du halt ins College gehen oder sowas. Und dann erst in die University. Kinder lernen Englisch sehr schnell. Das Schulsystem ist relativ fair und progressiv, also es werden auch Kinder aus armen Familien genauso gut geschult wie welche aus reichen Familien. Da ist Schweden sehr
fortschrittlich. Ihr hört Musik wie Michael Jackson, Aha, Culture Club Europe oder Twisted Sister. Nee. Oder Sisters of Mercy. Sisters of Mercy, Depeche Mode. Alles, Killing Joke. Alles Bands, die in den 80ern bekannt sind. Spiele spielen ist was, was Kinder machen in ihrer Freizeit. Am lokalen Kiosk abhängen. Es gibt die Schuldisco einmal im Monat. Das ist in der Turnhalle. Okay. Da werden dann von Lehrern irgendwelche Luftballons aufgehängt. Es wird Musik gespielt. Meistens ist es so, die Mädchen stehen alle auf der einen Seite, die Jungs alle auf der anderen Seite. In der Mitte ist die Tanzfläche. Die ganz Mutigen gehen sehr früh in die Tanzmitte und eigentlich warten alle bloß darauf, dass so nach anderthalb Stunden Carrie von Europe oder Winds of Change von den Scorpions gespielt wird, weil dann kommt der Schunkelblues. Das ist das, wo man sich dann tatsächlich in den Arm nimmt und langsam miteinander immer von einem Bein aufs andere wankt und sich dabei im Kreis dreht. Die, die sich sehr lieb haben, nehmen sich wirklich ganz dabei in den Arm und legen seinen Kopf auf die Schulter. Aber das ist schon Liebesbeziehung. Ansonsten hat man sehr ausgestreckte Arme. Also man legt so die Hände auf die Schultern von dem anderen mit ausgestreckten Armen und tanzt im Kreis. Das ist der Engtanzblues. Alter. Mhm. Ich weiß, warum nicht. Was? Hast du es auch getan? Ja. Ist das eine Pflichtveranstaltung? Muss man nein, das ist nicht die Pflichtveranstaltung. Aber tatsächlich ist es so, dass wenn ein Kind ein anderes zu diesem Engtanz auffordert, deswegen gibt es ja diese zwei Stufen Engtanz. Es gibt die, oh mein Gott, und es gibt die Ich-mag-dich-Stufe. Das abzulehnen kommt schon einer richtig, richtig harten Ohrfeige entgegen. Und eigentlich tut man das nicht. Wenn einer schon den Mut hat, einen anderen dazu aufzufordern, dann tut man das, zumindest für das eine Lied. Danach kann man wieder zu seiner Limo gehen, das ist völlig in Ordnung. Aber einmal sagt man ja. Weißt du, welches Bild ich gerade von meinem Charakter im Kopf habe? Die Gothic-Kinder in South Park. Mhm. Dass die wie da draußen irgendwie dann vor der Tür rumgammeln. Aber du bist so ein kleines Kind, ne? Die sind auch klein. Dann Spiele spielen. Es gibt den Commodore 64, die sogenannte Brotbox. Ja, auch das. Tatsächlich gibt es noch nicht den Gameboy. Der ist noch nicht erfunden. Kommt 1989. 85 gibt es aber, es gibt diese Dinger, wo ein Spiel drauf ist. Ach, die Scheiße. Mit so einem LCD-Display in der Mitte, wo man dann so dieses eine Spiel spielen kann, bis die Batterie alle ist, weil austauschen kann man die auch nicht. Wenn man nicht gerade Wenn man nicht gerade Sneaky Spider ist, das Ding irgendwie aufmacht. Wie hieß das noch? Spindelmannen. Spindelmannen ist. Also es gibt den Atari ST und den C64. Den C64 mit Datasette oder mit Floppy Disk. Bei der Datasette gibt es noch die Turbo Tapes. Das sind Tapes, wo komprimierte Spieledateien drauf sind. Da sind auf einer so einer Tapes Kassette from the loop. 40 oder 50 Spiele drauf. Meistens funktionieren so 10 davon. Die anderen funktionieren meistens nicht, aber es ist einem egal. Hauptsache man hat irgendein neues Spiel. Niemand kauft Computerspiele in den 80er Jahren. Alle dealen irgendwie auf dem Schulhof Kassetten und Floppy Disks rum. Rollenspiel ist total hip in den 80ern. Rollenspiel ist mega. Die verkauften Kopien, gerade in Schweden ist Rollenspiel unglaublich populär. Es gibt Draka och Demona, also Drachen und Dämonen als ein Rollenspiel. Und Mutant, das sind die beiden großen schwedischen Rollenspiele, die eher jüngeren Kinder spielen, weil es die auf Schwedisch gibt. Gibt es noch kein Aventur? Nein. Oh, für die größeren Kinder gibt es Advanced Dungeons and Dragons. Also AD&D, Call of Cthulhu oder Rollmaster. Das sind die Dinger, die kriegst du aber nur auf Englisch. Die sind halt nicht übersetzt. Aber auch das gibt's. Kinder machen Rollenspiel oder gucken sich Videos an. Also Cthulhu ist wirklich was, das Rollenspiel auch, was es da schon gibt. Ja. Auch dieses Universum so ein bisschen. Also könnten wir ein Rollenspiel im Rollenspiel spielen? Nein. Das ist doch jetzt auch sehr Meta werden. Wir können jetzt einfach entschließen, dass es da auch schon Zmirke Oje gibt oder so. Nee, gibt's nicht. Schwarze Auge auf Schwedisch.
Videos gucken ist auch immer ein großes Ereignis. Wie gesagt, man leiht sich Freitagabend 2 Videokassetten in der Videotheke aus. Die guckt man dann übers Wochenende meistens mehrfach. Trifft man sich auch mit Kindern irgendwie gemeinsam, um irgendwie einen Film zu gucken? Manchmal, wenn man irgendein Kind hat, das freien Zugang auf einen Fernseher und einen Videorekorder hat, macht man das. Ist aber selten. Irgendwer hat das immer im Freundeskreis. Ansonsten trifft man sich auch teilweise zum Kassettenhören. Also Hörspiele auf Kassette. Das war meine Kindheit. Trifft man sich, setzt sich mit mehreren Leuten dahin und hört zusammen das Gruselhörspiel. Oder so. John Sinclair. Es gab die Europa-Hörspiele. Haben wir letztens noch drüber gesprochen. Gut, die Regeln. Kommen wir zu den Regeln. Hintergrund haben wir genug erklärt. Ich zeige einmal in die Kamera, wie so ein Charakterbogen aussieht. Wir haben leider nur den... Ich habe den auf Deutsch. Magst du den einmal auf Deutsch zeigen? Da kann man aber deinen Charakter schon sehen. Ja, das ist doch okay. Gut, wir haben einen deutschen Charakterbogen. So, ist das scharf? Kann ich den hier so hinlegen? Sieht man das dann noch? Fehler dürfen behalten werden. Das sind natürlich keine Fehler. Ich lege das mal so hin. So, es gibt 4 Attribute. Und zwar gibt es Körper, Technik, Herz und Verstand. Das sind die 4 Attribute, die es gibt. Körper ist dementsprechend für alles gut, wo man stark oder schnell für sein muss. Also klettern, springen, schnell laufen, Radfahren, all das. Dann gibt es Technik. Erklärt sich für jede Art technische Manipulation. Also fürs Programmieren, fürs Rechnen, fürs Sachen zusammenbauen, dafür ist Technik gut. Da in Tales from the Loop Roboter wichtig sind, ist auch ein Attribut wie Technik wichtig. Herz ist wichtig dafür, um Freundschaften zu schließen, Leute zu manipulieren, mit Worten an sein Ziel zu kommen. Oder ja, Leute auch einzuschätzen. Oder anführen. Dafür ist es auch wichtig. Und als letztes, Verstand ist wichtig, um Dinge zu begreifen, sich in Leute einzufühlen oder Dinge zu untersuchen. Wie viele Attributspunkte hat man am Anfang? Man kann sich frei aussuchen, wie alt das Kind ist. Das Kind ist zwischen 10 und 15 Jahren. Sobald das Kind 16 wird, darf man den Charakter nicht mehr spielen. Dann fällt er aus dem Spiel raus. Außer? Man spielt Things from the Flood. Ja. Das ist nämlich von 16 bis 20. Oh, was denn? Oh. Da spielt man halt Teenager. Da spielt man nicht Kinder, sondern Jugendliche. Und dann ab 21 spielt man irgendwas anderes, aber nicht mehr das. Was auch immer. Alles klar, ich verstehe. Wie viele Attributspunkte hat man? Man hat so viele Attributspunkte, wie man alt ist. Als 10-Jähriger kann man 10 Attributspunkte verteilen, als 15-Jähriger 15. Warum ist man dann nicht einfach 15 und hat die meisten Attributspunkte? Weil es also den Wert Glück gibt. Als 10-Jähriger hat man 5 Glückspunkte und für jedes Alter, dass man älter wird und einen Attributspunkt mehr bekommt, hat man einen Glückpunkt weniger. Glück ist sowas wie Schicksalspunkte bei DSA. Das heißt, mit Glück kann man Proben wiederholen. Je älter man ist, desto festgelegter ist also der Charakter. Und je jünger man ist, desto flexibler ist der Charakter. Skillpunkte hängen nicht vom Alter ab, man hat 10 Stück. Punkt. 10 Skillpunkte kann man vergeben, 10 Fertigkeitspunkte. Pro Attribut gibt es 3 Fertigkeiten. Für Körper haben wir Bewegen, Kraft und Schleichen. Bewegen ist da wichtig kann sich für. Was vorstellen. Kann man sicher. Kraft ist aber auch für Kämpfen zum Beispiel. Also Kraft ist wichtig, um zu kämpfen. Schleichen ist auch klar. Für Technik haben wir Programmieren, Rechnen und Tüfteln. Rechnen ist nicht nur einfach schlechtes Rechnen, sondern es geht auch darum, Technik zu verstehen. Während Programmieren dafür da ist, um Technik zu manipulieren, ist Rechnen dafür da, Technik zu verstehen und geistig Programmcode auseinanderzunehmen und sowas. Und Tüfteln ist dafür da, um Geräte zu bauen. Roboter zum Beispiel.
Wenn man nur genug Teile auf dem Schrottplatz, wo die Erwachsenen Dinge zurücklassen, sammelt und findet, kann man vielleicht irgendein absurdes Weltvernichtungsgerät zusammenbauen. Möglicherweise. Für Herz gibt es Anführen, Charme und Kontakt. Kannst du das Mittlere nochmal sagen, bitte? Charme. Also richtig mit einem schönen Potslang drin. Charme? Was willst du? Immer. Naja. Charme. Naja. Anführen ist eine sehr praktische Fähigkeit, weil man für einen Erfolg, den man da würfelt, den anderen Spielern mehr Würfel geben kann. Charme hat alles damit zu tun, sich Leute zum Freund oder zum Feind zu machen. Also auch wenn man jemanden einschüchtern will, kann man dafür Charme benutzen. Und Kontakt ist die Fähigkeit, die richtigen Leute zu kennen, die einem helfen können. Und als letztes bei Verstand gibt es Begreifen. Erklärt sich. Einfühlen erklärt sich auch. Und Untersuchen ist am ehesten das, was einer Wahrnehmungsprobe in anderen Rollenspielen entspricht. Hätte ich das mal gewusst? Hättest du das mal gewusst? Das sind die regeltechnischen Sachen. Jetzt habe ich eben gesagt, es gibt keine Lebenspunkte in Tales from the Loop. Wie kann man trotzdem das Element der Gefahr mit hineinbringen? Ich meine, wenn man keine Lebenspunkte hat, nicht kaputt gehen kann, so what, rennt man einmal nach vorne, ist total wurscht. Dafür gibt es die sogenannten Zustände. Immer wenn man eine Probe in einem Konflikt würfeln muss. Es gibt Proben, die man würfelt ohne Konflikt. Aber nehmen wir an, ihr werdet von dem, ihr habt euch auf den Schrottplatz geschlichen und werdet von dem wütenden Wachhund verfolgt und müsst über den Zaun klettern. Dann wäre das eine Probe mit Konflikt. Weil da der Wachhund ist, der einem im Zweifelsfall beißt, wenn man es nicht schafft. Wenn man diese Probe nicht schafft, dann muss man sich einen passenden Zustand ankreuzen. In dem Fall könnte man sich entscheiden zwischen verletzt und verängstigt. Das ist dann etwas, wo man sich mit dem Spielleiter drauf einigt. Grundsätzlich ist es der Spielleiter zu einem Fail-Forward angehalten. Das heißt, eine Probe nicht zu schaffen, das Beispiel, du willst über den Zaun klettern, heißt nicht zwangsläufig, dass du es nicht schaffst, über den Zaun zu klettern. Sondern du kletterst über den Zaun. Bleibst mit deinem Rock hängen und der zerreißt. Ja, wenn jetzt nicht der Gedanke, den ich gehabt hätte, sondern eher bist auf der anderen Seite und stellst fest, 10 Meter weiter ist so ein Loch, wo der Hund durchpasst. Bitte mal das bei so. Oh, warum bloß? Also im Prinzip wird man angehalten, so ein Fail-Forward zu machen. Das heißt, man schafft es grundsätzlich. Es passieren bloß schlimme Dinge dadurch, dass man die Probe nicht geschafft hat. Die das danach spielerisch schwieriger machen. Für jeden Zustand, den man sich ankreuzt, hat man einen Malus von 1 auf seine Proben. Wie Proben funktionieren, erkläre ich dann gleich. Der letzte Zustand da unten, am Boden zerstört, hat keinen Malus mehr. Der hat kein minus 1, der heißt einfach, wenn du am Boden zerstört bist, misslingen alle deine Proben automatisch. Ich Punkt. Hab noch eine Frage. Wie ist das mit den Punkten bei den Fertigkeiten? Kann ich die einfach vergeben, wie ich lustig bin, wie viel ich will? Ah, das habe ich noch gar nicht erklärt. Im Prinzip darfst du 10 Punkte vergeben. Mhm. Jede der Charakterklassen hat 3 Schlüsselfertigkeiten. In diesen Schlüsselfertigkeiten darfst du bis zu 3 Punkte vergeben, in allen anderen einen. Es gibt 12 Fertigkeiten. Du hast 10 Punkte. Dementsprechend gibt es Dinge, die du definitiv nicht kannst. Okay. Proben funktionieren wie folgt. Ihren. Ja, es gibt viele Dinge, die du nicht kannst, richtig? Ihr nehmt das Attribut und zählt die dazugehörige Fähigkeit dazu. Nehmen wir bei dem Charakter Körper 3 und Schleichen 3. Das heißt, insgesamt ein Wert von 6. Man nimmt 6 sechsseitige Würfel, würfelt die, eine 6 ist ein Erfolg. Punkt. Es kann sein, dass ich nichts dazu sage, dann ist die Probe einfach geschafft, wenn man einen Erfolg hat. Wenn ich sage, das ist wirklich schwer, will ich 2 Erfolge haben. Wenn ich sage, es ist eigentlich so gut wie unmöglich, sage ich, ich möchte 3 Erfolge haben. Man kann jetzt mehr Erfolge haben als benötigt. Dann kann man zum Beispiel, wenn das eine Gruppenherausforderung ist, Erfolge an ein anderes Kind weitergeben.
Also wenn einer besonders gut schleichen kann, heißt das nicht, dass die Gruppe auf jeden Fall versagen wird, weil einer dabei ist, der nicht schleichen kann. Derjenige, der besonders gut schleichen kann, kann also Erfolge an andere weitergeben. Also sozusagen, dass man jemanden darauf hinweist, dass genau. Da ein Stock liegt und dass man da nicht drauf tritt. Du schleichst vor und die anderen hinterher. Mhm. Ich schleiche nach. Ne? Also so. Oder ja, grundsätzlich kann man Erfolge an. Es gibt noch andere Bonuseffekte, die würde ich jetzt, rechnest du jetzt Wahrscheinlichkeiten aus? Tatsächlich wirst du dich freuen, in dem Regelbuch gibt es eine Wahrscheinlichkeitstabelle. Ich habe das schon längst ausgerechnet. Sobald man mit 4 Würfeln würfelt, hat man eine Chance von über 50% Erfolg zu haben. Wunderschön. Geht. Außer ich will 2 Erfolge haben. Außer du willst 2 Erfolge. Okay, warte. Gut. Es gibt noch ein paar Sachen, weil das Spiel eher Storyteller-mäßig drauf ist. Ich lege das mal so, damit man es besser sehen kann. Es gibt bestimmte Sachen, die für die Kinder wichtig sind. Der Charakter hat natürlich einen Namen, ein Alter. Er hat eine Motivation. Die Motivation oder Drive, wie es im englischen Original ist, ist quasi das, was diesen Charakter im Inneren antreibt. Kann sowas sein wie ich möchte die Antworten auf die großen Fragen des Lebens finden. 42. Ich möchte einfach alle besonderen, das also strange Dinge ziehen mich an. Mhm. Könnte eine Motivation sein. Alles, was seltsam ist da draußen, zieht mich irgendwie an. Ich möchte der absolut Beste im Sport sein. Sind alles Motivationen. Ich lasse es nicht zu, dass mich jemand Feigling nennt. Wäre eine Motivation und so weiter. Dann gibt es, jedes Kind hat ein Problem. Wir alle waren mal Kind und wir wissen, die Welt besteht aus Problemen. Immer. Es gibt immer irgendein gerade sehr wichtiges Problem. In dem Fall seht ihr, was Deria für ihren Charakter sich ausgewählt hat. Ein seltsamer Mann verfolgt sie ständig. Das Problem kann auch sein, man ist nicht gut in der Schule, die Eltern streiten sich ständig, man bekommt mit, dass die Familie sehr, 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 sehr wenig Geld hat. Alle Kinder haben diesen einen Comic und man selber nicht und ist deswegen total ausgeschlossen von allem. Also das sind klassische Probleme von Kindern, die auch an der Stelle als einziges Kind kein Skateboard zu haben. Oder alle haben dieses neue, tolle BMX-Rad und man selber fährt immer noch mit seinem Pucki-Fahrrad durch die Gegend. Ist für ein Kind ein wirklich schlimmes Problem. Das ist peinlich. Das verstehen die Erwachsenen nicht, dass das ein hartes Problem für das Kind ist. Ich war kein Kind. Ich auch nicht. Laut Regeln ist es übrigens so, wenn man es schafft, durch Rollenspiel das Problem zu überwinden, heißt das nicht, dass man dann keins mehr hat. Dann sucht man sich aus der Tabelle ein neues aus. Geil. Spätestens nach Ende des Abenteuers, fürs nächste Abenteuer, braucht man ein neues Problem. Es gibt immer irgendein wichtiges Problem. Dann hat man was fürs Leben. Dann gibt es den Stolz, Pride im Original. Das ist, worauf bin ich besonders stolz? Das kann sein, ich bin super gut im Sport und ich bin der Allerbeste im Sport. Das kann sein, ich bin das schlauste Kind der ganzen Schule. Oder es kann sein, ich bin stolz, dass ich schon so erwachsen aussehe. Was? Mit 13, okay. Ja. Vielleicht ist das der Grund für dein Problem. Hast du damals drüber nachgedacht? Ja. Nicht ganz, was? Nicht ganz unwahrscheinlich. Ach was? Übrigens, ja. 7 Minuten geht das Crowdfunding. In 7 Minuten, ich freue mich drauf. Wir sind doch gleich durch. Ich finde, wir sollten das eher in der Praxis probieren. Statt. Wir probieren das auch gleich in der Praxis. Wir machen noch die 7 Minuten, gucken dann, was das Crowdfunding ergeben hat und kommen dann zum Spielen. wofür braucht man den Stolz im Spiel? Das, worauf der Charakter stolz ist, kann eine positive Auswirkung im Spiel haben. Wenn man eine Probe hat und für diese Probe irgendwie euer Stolz, das, worauf ihr stolz seid, was euer tiefstes gutes Gefühl ist, eine Rolle spielt, könnt ihr sagen, ich berufe mich da drauf und habt dann einmal pro Abenteuer einen automatischen Erfolg. Also könnte das zum Beispiel bei mir jetzt sein, dass ich an Dinge vielleicht drankomme? Es könnte zum Beispiel bei dir sowas sein, wie du willst dann irgendwas drankommen, wofür man älter sein muss, du willst Charme einsetzen. Mhm.
du willst dich auf deine Kontakte berufen oder Kontakte machen. Mhm. Für sowas. Also ich würde das eher in sozialen Aspekten sehen. Mhm. Wohingegen, was war dein Stolz? Mein Stolz? Mein Drive, ne? Dein Drive, dein Antrieb? Es ist das Richtige. Ah, es ist einfach das Richtige zu das Richtige tun. Mhm. Also das heißt, dass der Charakter sich das beruft, das, was ich da tue, ist einfach das Richtige und die richtigen Dinge müssen getan werden. Recht schaffen, gut. Also alles. Also es ist, das ist das Richtige, weil ich es mache. Das heißt, dieser Charakter fasst sich und sagt, das ist wirklich das Richtige. Und dann gelingt ihm eine Probe automatisch. Was ist bei dir? Sag ich dir nicht. Doch. Mein Stolz lautet, alle glauben, ich wüsste immer alles. Das ist gar nicht so, aber die glauben das. Und das kann ich zu meinem Vorteil nutzen. Das kannst du tatsächlich zu deinem Vorteil nutzen. Auch eher sozial. Interessant. Es gibt noch viele andere Sachen, aber wir haben nur noch 7 Minuten. Die Beschreibung für den Charakter ist dann noch wichtig und das Lieblingslied. Und? Das ist wichtig? Ja. Das Lieblingslied sollte, jeder sollte sich, steht auf dem Charakterbogen. Ja. Das Lieblingslied, das jeder sollte sich eins aussuchen. Ich habe das aber verstanden, dass das regeltechnisch keine Relevanz hat. Aber es ist für den Charakterhintergrund in einem Storytelling-System sehr wichtig. Bei ihr haben wir Depeche Mode, Blasphemous Rumors von 1984. Bei dir haben wir Don't Stop Me Now von Queen von 79. Genau. Ha. Sehr gut. Queen-Fan. Und bei dir? Sultans of Swing von den Dire Straits. Sultans von? 79, glaube ich auch. 79 auch. Dire Straits, Sultans of Swing, auch sehr ein geiles Lied. Auch ganz wichtig. Dann gibt es noch die sogenannten, genau, das letzte. Ich glaube, dann haben wir eine Menge von dem Rollenspiel schon erklärt. Es gibt noch das Iconic Item, da es ja keinen Kampf in dem Sinne gibt, wofür man das brauchen würde, braucht man auch keine Waffen, die irgendwelche Werte haben. Deswegen gibt es Items. Items geben einem einen Bonus von 1, 2 oder 3, je nachdem, wie der Spielleiter das sagt. Das ist einfach ein Würfel mehr für eine Probe. Das Iconic Item ist sozusagen das Item, dass das der wichtigste Gegenstand des Kindes, sein absolut wichtigster Besitz, sein Schatz. Und ohne diesen Schatz wird der Charakter quasi nie gesehen. Den hat er immer dabei und steht auch drin, dass der Spielleiter dieses Item nicht kaputt machen oder wegnehmen darf. Zumindest nicht dauerhaft. Keine Meisterwillkür. Nicht dauerhaft. Es steht in den Regeln, dass der Spielleiter dafür sorgen soll, dass wenn das Kind seinen ikonischen Gegenstand verliert, muss das Kind vor Ende des Mysteries seinen Gegenstand wiederfinden. Hm. Und der Gegenstand kann sich verändern. Ja, zum nächsten Abenteuer kann man sich dazu entscheiden, dass ein anderes Item das ikonische wird. Nehmen wir an, ihr findet in diesem Abenteuer einen Hund. Dann wäre es erstmal nur ein Standard-Item, ein Standard-Gegenstand, wenn es denn einer ist und nicht bloß ein Stimmungsprop. Das kann auch sein. Einfach mitnehmen. Unser Hund mit Kühlschrank. Aber es kann sein, dass man zum nächsten Mal sagt, das ist mein Hund, dann wäre der Hund das ikonische Item. Wann immer man eine Probe macht, wo man sinnvoll das ikonische Item einsetzen kann, hat man einen Bonus von 2. Bam. Bei dir ist es der Handspiegel. Bei dir der Casio grafische Taschenrechner. Und du bist der Einzige, der seinen Gegenstand nicht dabei hat. Den Eishockeyschläger. Der ist draußen. Draußen im Auto. Bei dir ist es der Eishockeyschläger. Wie spät haben wir? 3:40. 2 Minuten noch. Ich bin ein bisschen so wie aufgeregt. Silvester. Wäre ein super Puck für mich. Besser als Silvester. Wäre ein super Puck für mich. Bitteschön. Nee, ich gehe. Nein. Das ist gar kein Problem. Ich dachte, auf den hast du so lange gespart. Ich hatte übrigens keinen Casio. Das ist ein TI, ich habe keinen Casio. Ja, das ist... Das ist auch Texas Instruments. Das ist Texas Instruments. Ja, ich hatte aber den anderen. Der ist auch aus den 2000ern schon. Ja. Ey, das Ding sieht spacey aus. Das kann ja auch Wir waren voll stolz, wenn wir so ein Ding hatten. So ein ja, mit diesem komischen Steuerkreuz-Ding. Ja, ja, den hatten wir uns alle. Also Steuerkreuz hatten wir nicht. Wir nicht. Aber den hatte ich ja. Ich habe dann im Unterricht Super Mario drauf gespielt, weil das konnte man sich da drauf ziehen. Das war ziemlich geil. Echtes Ding? Ja. What the heck? Grafische Taschenrechner waren bei uns noch verboten in der Schule. Wir mussten die Kurvendiskussion noch selber machen. Ja, wir durften die auch, die grafischen auch nicht. Also, ihr durftet ja auch nicht benutzen. Ich habe halt bewiesen, dass ich es auch ohne kann. Dann hat die Lehrerin gemeint, ja komm, mach halt.
aber... Nee, wir durften ihn nicht. Aber ich hatte unter, also in der Hülle von dem Taschenrechner natürlich, wenn man den Taschenrechner rausfummelt, da drunter immer mein Spickzettel. Selbstverständlich, das ist Standard. Also hier... Ja, das ist jetzt, da ist der Spickzettel eingebaut. Ja. Weißt du, was die coolen Kids gemacht haben? Die haben sich in Runen, in Torvalds-Theme, den Scheiß auf dem Arm geschmalt. Weil man hat ja komischen Rollenspielkram gemacht. Das habe ich zum Spicken gemacht. Echt jetzt mal? Ich hatte in Runen komplett auf dem Arm die ganzen Sachen stehen und außenrum mal so ein Wal gemalt, mal so Wellen. Okay, ja. Ich hab dich auf Video gehalten. Wir sind live, ich weiß, wir sind live. Wir verraten die ganze Zeit, was für Spickzettel wir haben. Mit meinem Körper. Oh! Und du kannst ja versuchen, einen Live-Ticker zu machen. Yay. Du versuchst, einen Live-Ticker zu machen. Alles klar. Wir haben Loop. eine Menge zu Tales from the Loop erklärt. Wir haben die Key-Features, also was ist das, was an dem Spiel besonders ist, was ist wichtig, alles erklärt. Und dann fangen wir doch an zu spielen.